Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Orga TV. Wie immer vor euch im Studio mit Manuel und Shaila. Unser Thema heute die Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz. Außerdem der Abschied des Vertiefungsfachs Medien- und Kommunikationsmanagement an der Universität des Saarlandes. Was wir genau für euch haben, das zeigen wir euch jetzt. Deutschland gegen Österreich. Wir spielen das Duell mal vorab aus im Studio. Abschied. MKM, der Lehrstuhl trauert. So, wir sind wieder hier. Unser Studiogast wird gleich sein, Professor Dr. Christian Scholz. Er wird sich mit uns über die Europameisterschaft unterhalten, außerdem über das Ende von MKM. Vorher aber wie immer an dieser Stelle die Orga TV News mit Christian Mühler. Mediamarkt startet EM-Offensive. Parallel zum Schwesterunternehmen Saturn startet die Elektronikkette Mediamarkt seine Werbekampagne zur Fußball-EM. Im Mittelpunkt des Auftritts steht der Italiener Toni, gespielt durch den Mediamarkt-Werbestar Olli Dietrich. Seit vergangenen Freitag sind Anzeigen, TV- und Radiospots sowie Point-of-Sale-Maßnahmen gestartet. Die Spots liegen auch im Internet zum kostenlosen Download unter mediamarkt.de bereit. US-Handy-Geschenke. Seit einem Monat dürfen Kubaner Handys besitzen. Meistens allerdings kann sich dies kaum jemand in der kubanischen Bevölkerung leisten. US-Präsident Bush kündigt nun an, dass US-Bürger künftig Handys an Kubaner verschenken dürfen. Damit der Kubaner mit diesen Handys auch telefonieren kann, muss der kubanische Mobilfunkmonopolist Cubacell die Handys freischalten. Cubacell diktiert bislang die Preise auf dem kubanischen Markt. Auf dem Absprung. Katharin Mühlemann gibt in den nächsten Wochen die Geschäftsführung von MTV Networks Germany auf. Die Schweizerin, die seit 2001 an der Spitze der deutschen Viacom-Tochter steht, geht auf eigenen Wunsch. MTV Networks hat sich von einem Musikkanal zu einem Medienunternehmen mit starken, plattformübergreifenden Marken entwickelt. Während der nächsten Wochen wird Mühlemann für eine reibungslose Übergabe sorgen. Musikindustrie setzt auf Abschreckung. Die Vertreter der Musikindustrie jammern und versuchen alles, um den illegalen Download ihrer Waren im Netz zu stoppen. So will man in diesem Jahr wieder tausendfach strafrechtlich gegen Downloader vorgehen. Der Umsatz der Musikindustrie schrumpft seit 10 Jahren kontinuierlich, hauptsächlich weil hierzulande 3,5 Millionen Menschen Popstücke kostenlos auf ihre Festplatte laden. Ich begrüße unseren Studiogast Professor Dr. Christian Scholz. Hallo, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo, schön hier zu sein. Freuen uns immer wieder, wahrscheinlich Sie auch. Unser Thema heute die Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz, wie man sieht. Wir haben uns ein bisschen patriotisch mit Deutschland erklärt. Sie als gebürtiger Österreicher, der aber schon jahrelang in Deutschland lebt, mit wem fiebern Sie mit? Ja, auf jeden Fall mit Österreich. Also wenn ich das gewusst hätte, Österreich-T-Shirt angezogen. Wir wollten Ihnen ja kein Forum dafür bieten. Ja, das denke ich mir auch, ja. Aber wir sehen das ja in den Gruppenspielen. Also Sie sympathisieren mit einer Mannschaft, die in der Vorrunde ausscheiden wird? Nee, ich sympathisiere nicht mit Deutschland. Ach so, ja, ja, das werden wir dann noch sehen. Ja. Was tippen Sie denn, wie es ausgehen wird, Deutschland, Österreich? Das geht 0-0 aus und beide kommen weiter. Beide kommen weiter. Ja. Und das Finale? Das Finale ist Deutschland gegen Italien und 89. Minute 1-0 für Italien. Leider. Wieso leider? Weil Österreicher haben eigentlich nur zwei Mannschaften, für die sie grundsätzlich sind. Österreicher und der Gegner von Italien. Ach so. Warum kommt Österreich nicht ins Finale? Die werden sich so freuen, dass die ins Viertelfinale gekommen sind, dass die ab diesem Zeitpunkt noch feiern. Echt? Ja. Und die Schweizer? Die Schweizer werden auch ein Tor schießen. Eins? Ja. Sollen wir wetten? Ich würde dagegen halten mit 2 Toren. Sie, ja, aber da sind wir relativ beieinander. Ich glaube, die Wette, die bringt wenig. Gut, okay.
Haben Sie denn mitbekommen, wer jetzt letztendlich bei den Deutschen mitfahren darf zur EM von diesem 26-köpfigen Kader, dem ursprünglichen? Ja, ich habe zumindest mitgekriegt, dass der Jungstar nicht mitfahren durfte. Marco Marin, ja. Bleibt zu Hause genauso wie Patrick Helmes. Ja. Und dann Jermaine Jones. Die ersten zwei Sachen sind verständlich, dass diesen Jungstar, den hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. Und wen hätten Sie zu Hause gelassen? Odonka. Echt? Ja. Wieso das denn? Ja, einfach so. Irgendeiner muss ja. Der kann ja nicht gegen einen Stürmer, gegen Verteidiger ausgewechselt werden. Die sind immer 1:1. Und wenn dieser Shootingstar mitkommt, ist das der Einzige, der gegen ihn gesetzt war. Na gut, das ist verständlich, aber ich muss ja auch dann ein bisschen solidarisch sein. Ja, ist ja auch klar, aber es war gestern eh schon klar, wie der Trainer gesagt hat, also er ist eigentlich recht gut, er muss nur gewichtsmäßig etwas zusetzen. Und das ist natürlich nicht etwas, was ich schaffe im Trainingslager innerhalb von 3 Stunden. Also so gesehen war das Ergebnis habe ich gestern schon bekannt gegeben. Sie als Professor für Personalmanagement, ist das denn taktisch klug, erst 26 Spieler einzuladen, sie dadurch sehr zu motivieren, dann 3 nochmal in den Korb zu gehen? Doch, finde ich gut. Also das könnte man noch etwas steigern. Also richtig wie eine Castingshow. Also man müsste eigentlich mit 30 anfangen und so noch ein bisschen runter. Weil das auf die Art und Weise natürlich die Motivation im Training erheblich steigert. Und die Unsicherheit, die entsteht, ist auf jeden Fall in dem Level leistungsfördernd. Wo hätten Sie sich denn mehr Wettbewerb gewünscht in der Nationalmannschaft? Also die Torfrage ist zu eindeutig entschieden worden. Das darf nicht sein. Mhm. Das hatten wir auch gestern gesehen. Also der Strotz zuvor Selbstzufriedenheit. Der Lehmann? Oder? Der Lehmann, ja. Ich war letztes Mal absolut dafür, dass der Kahn also nicht die Nummer 1 wurde. Er war ja, glaube ich, 1a oder 1b war ja damals die Sprachregelung. Ja. Aber da war es eindeutig Signal, als er da wirklich der Hildemann ausgesetzt wurde, dass das eindeutig auf einen rausläuft und das braucht nicht sein. Sie hätten Hildebrand mitgenommen? Nee, aber ich hätte ihm nicht vorher so klar signalisiert, dass er drin ist. Dem Lehmann oder dem Hildebrand? Dem Hildebrand. Ich hätte da mehr Offenheit gelassen. Mhm. Ja? Also ihm nicht signalisieren, du bist auf jeden Fall jetzt quasi Nummer 2, bist eigentlich fest dabei und dann plötzlich nur durch einen Telefonanruf vom Köpke oder eine SMS, das geht nicht. So motiviert man keine Mitarbeiter? Nee, nicht unbedingt. Mhm. Schalle, wie sieht es mit dir aus? Wen hättest du mitgenommen im Tor? Naja gut, das ist ja so eine Sache. Als Frau interessiert man sich natürlich nicht ganz so viel für Fußball wie ihr Männer. Oder aus anderen Kriterien. Oder aus, natürlich. Ne? Wer ist der schönste deutsche Fußballspieler? Der schönste Deutsche? Ich kenne die alle nicht so richtig mit Namen. Haben wir Papier zum Zeichnen? Zeichnen kann ich auch nicht wirklich. Bild. Wenn du vielleicht einen erkennst. Ja, gut. Nee, von denen keiner, ne? Von denen hätte ich keinen mitgenommen, glaube ich. Von denen hätten Sie keinen mitgenommen, okay? Rein vom Äußeren wahrscheinlich. So, okay. Ja, gut, für mich ist das natürlich auch blöde, weil EM, da ist Afrika leider nicht vertreten. Ja, so wie man von der Elfenbeinküste, Senegal, Kamerun, die sind ja auch sehr gut. Da hätte ich mich natürlich für favorisiert. Und ich würde aber sagen, für alle, denen es genauso geht wie mir, die sich mit Fußball nicht so genau auskennen, sehen wir uns jetzt mal ein paar kleine Basics an, was denn so alles uns erwartet bei der EM 2008. www.euro2008.uefa.com ist eine der Möglichkeiten, wie man heute Informationen zur Fußball-Europameisterschaft 2008 im Internet findet. Die sogenannte Homepage. So sieht die Startseite aus und jeder, der einen Internetzugang und einen Computer hat, kann sich die Seite aufrufen. Klingt komisch, ist aber so. Die Fußball-EM 2008 findet in Österreich und in der Schweiz statt. Das ist erst das zweite Mal in der Geschichte des Fußballs, dass eine Meisterschaft in 2 Ländern ausgetragen wird. Wie heißt du denn? Ariane. Wie alt bist du? 6. Was weißt du genau über die Fußball-Europameisterschaft? Da weiß ich nicht so viel, aber ich war letztes Mal im Fußballfieber. Hast du irgendeinen Lieblingsspieler? Nö, eigentlich nicht. Bei uns gibt es immer 2 Tore. Und wie viele Spieler? Weißt du, wie viele Spieler es gibt? 22. Das ist ein runder Ball. Schießen. Und wo muss der rein? Ins Tor. Ich finde es nicht schön. Ich finde es halt nicht
so gut, dass das auch so gewollt ist, ein bisschen, finde ich das. Und wie nennt man das? Foul. Ins Tor. In welches Tor? Da hinten. An der Europameisterschaft nehmen 16 Mannschaften teil. Die 16 Mannschaften sind unterteilt in die Gruppen A bis D. Deutschland befindet sich in der Gruppe B und spielt gegen Polen, Österreich und Kroatien. Auftakt für die Deutschen ist der 8. Juli um 20.45 Uhr gegen Polen. Ich bin für die französische Mannschaft. Ich hätte es gern, wenn die immer wieder ein Tor schießen, die Blauen, die Weißen. Weil ich diese super finde. Die spielen besser als die Deutschen? Ja. Bist du Spieler bei der französischen Mannschaft? Das ist die Mannschaftsaufstellung unserer Nationalmannschaft. Voraussichtlich antreten werden Spieler wie zum Beispiel Jens Lehmann, Kevin Korani, der Miroslav Klose oder auch der Michael Ballack. Jens Lehmann, Lukas Podolski, Arne Friedrich. Muss man österreichische Fußballspieler kennen? Und das ist der Timo Hildebrandt. Als er noch nicht wusste, dass er bei dieser Europameisterschaft nicht dabei sein darf. Zu Hause spiele ich immer Fußball. Mit meinem Papa. Mein Papa spielt Fußball. Und das ist der Timo, als ihm der Trainer Jogi Löw gesagt hat, dass er zu Hause bleiben muss. Wer soll denn gewinnen bei der EM? Der Mika. Weil die Deutschen werden die gewinnen? Ja. Ja. So, das war eindeutig, Herr Scholz. Die Deutschen werden gewinnen, wir haben es gehört. Mhm. Bin überzeugt. Schaller, du verstehst jetzt auch das Prinzip vom Fußball? Ich weiß jetzt, was ein Foul ist. Das ist was Gewalttätiges, wie unser kleines Mädchen sagen konnte. Und die haben mich schon sehr aufgeklärt, ja. Herr Scholz, muss man eigentlich die österreichischen Spieler kennen? Gibt es da einen, der irgendwie uns gefährlich werden könnte, in irgendeiner Weise? Nein, wir sind als Team komplett geschlossen gut. Komplett geschlossen gut? Wir haben keine Individualisten, deren Namen man kennt. Ich tippe mal, dass der Marktwert der ganzen Mannschaft etwa dem von Michael Ballack nahe kommt. Wäre schön, wenn das so wäre. Ja, haben wir nicht da mal ein bisschen nachgeforscht? Die Spieler sind nicht ganz so viel wert wie... Ja, also es kommt jetzt ungefähr hin, so die Stammelf von Österreich hat ungefähr den Marktwert von Michael Ballack. Ist die so viel wert verglichen mit Ballack? Ballack ist, ich glaube, 26 Millionen wert, laut transfermarkt.de. Okay, ich nehme das mal so zur Kenntnis. Also ich stelle jetzt keine weiteren Fragen, aber dann bin ich ja beruhigt. Also das ist schon ein Fortschritt. Wie würden Sie denn rein beruflich den Marktwert eines Spielers messen? Gut, da gibt es verschiedene Varianten. Also eine Variante ist tatsächlich über Transfermarkt, ganz klar. Das ist ein objektiver Indikator. Ein anderer Punkt ist die Frage, was er letztlich auch an Revenues für den Betrieb, also in dem Fall für den Verein, bringt. Ja, also es gibt bestimmte Spieler, die bringen allein an Trikots etc. horrende Summen. Ja, Beckham zum Beispiel hat in gewissen Phasen weniger gut gespielt, da war er als Spieler irrelevant, aber das T-Shirt, das Trikot wollte man haben. Bezahlt deswegen eine Mannschaft in den USA so viel Geld, obwohl da, oder vielleicht gerade deswegen um den Stellenwert des Fußballs? In den USA bezahlen die sicherlich nicht für die Tore, die er schießen wird und sicherlich nicht für die Einschaltquoten, sondern genau für die Varianten. Das sind Trikot, das ist die ganze Werbung, die drumherum ist und für die Idee, dass er den Hype Fußball vielleicht doch irgendwie auslöst. Haben die damals bei Beckenbauer auch gemacht. Es war Cosmos New York, also ein anderer Verein und es war also ein Tausendstel ungefähr von dem. Oder ein Hunderttausendstel von dem, aber es war die gleiche Logik. Sie haben diese Brücker Formel mal aufgestellt, mit der der Wert vom Personal errechnet wird. Da spielt auch die Motivation eine Rolle. Wie kann man die im Fußball messen? Gut, da gibt es objektive Indikatoren. Also es wird ja bei allen Spielen auch relativ objektiv ermittelt, wie viel die laufen. Ist ja schon ein Indikator. Teilweise ganz erstaunlich, welche Strecken die zurücklegen. Das ist durchaus ein Bereich. Ein zweiter Bereich kann man durchaus feststellen, dadurch, wie die sich teilweise auch zum Verein äußern, wie sie im Training sich verhalten. Nur was wichtig ist, was man nicht verwechseln darf, ist, was man nicht messen kann, nicht messen soll, auch nicht messen braucht, ist Loyalität zum Verein.
Also es muss jemand, der in Bayern München spielt, kann Bayern München Fan sein. Ja, ist es auch nicht. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer Bayern München Fan ist, von denen, die in Bayern spielt. Man braucht es auch nicht. Und das ist ein gutes Beispiel auch für moderne Führung, weil die Mitarbeiter in Organisationen nicht zwingend jetzt das Unternehmen lieben müssen. Das ist zwar schön, wenn sie es tun, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Und das kann man gut vom Fußball lernen. Das heißt, Sie befürworten auch dieses spontane Wechselverhalten der Fußballspieler. Einfach zu sagen, ich würde hier 100.000 mehr, dann gehe ich. Aber es ist in einer Situation durchaus auch angebracht, weil es geht letztlich dazu über, dass wir wirklich sagen, okay, ich bin in einem Markt, wo ich mich auch behaupte, und es gibt kaum einen Verein, der einen Spieler nur aus Loyalität behält. Ja, das lässt ja auch keiner jetzt mal, du warst 2 Jahre gut und jetzt darfst du 2 Jahre weiterspielen im Sinne von Gnadenbrot, das macht ja auch keiner. Das heißt, die Vereine haben keine übertriebene Loyalität den Spielern gegenüber. Warum sollen die Spieler es umgekehrt haben? Mhm. Gut, ich so als Laie und als Frau finde ja Fußballspieler zu überbezahlt. Wie sehen Sie das? Also ich meine, für die Leistung, die sie bringen, klar ist es viel, da 90 Minuten einen Ball hinterher zu laufen, aber ich glaube, es gibt Menschen, die leisten weit mehr. Ja, vollkommen richtig. Also natürlich sind sie überbezahlt, nur Autorennfahrer, Formel-1-Rennfahrer kriegen genauso viel Geld. Ja gut, die riskieren doch ein bisschen mehr als ein Fußballspieler. Gut, das kann man diskutieren. Sie riskieren manchmal mehr, dafür fahren sie auch nur seltener. Also das kann man nicht vergleichen. Man kann diskutieren, das ist sicher eine legitime Fragestellung, ob die Gehälter angemessen sind, richtig. Man kann diskutieren, ob Vorstandsgehälter angemessen sind. Ich meine, die Vorstände verdienen ja auch relativ viel Geld. Nicht so viel weniger als Fußballer in manchen Situationen. Nur entweder man befürwortet ein Marktprinzip, also sagt, der Markt soll das irgendwie regeln. Wenn der Markt bereit ist für einen Ballack, ich weiß nicht, wie viel verdient er zurzeit? Genügend. Wenn der Markt bereit ist für einen Ballack genügend zu zahlen, dann ist das halt so, schlicht und ergreifend. Und ich meine, es ist ja kein Staat, der das irgendwie aus Steuergeldern finanziert, sondern das wird über Einnahmen bezahlt. Wir bezahlen es über Rundfunkrechnungen, die erhöht werden. Wir bezahlen es über Telekom-Rechnungen. Wir bezahlen es letztlich über Trikots, die wir für was? 59 Euro pro Stück kaufen. Das ist geliehen. Okay, die wir für 3 Euro leihen. Also das heißt, wir bezahlen Ballacks 15 Millionen im Jahr. Ja, natürlich. Mhm. Und wir bezahlen es offenbar gerne, weil sie tragen da Deutschland-Trikots und das geht ja irgendwie an den DFB. Und der finanziert seinen Nationalspieler. Der Ballack kriegt eine Prämie, wenn er also im Viertelfinale weiterkommt und im Finale dann verliert, aber er kriegt ja seine Prämie dafür. Das wird nicht so sein, der hat ja jetzt schon dieses Jahr ein Finale verloren, das reicht ja ich schon. Ich weiß, der hat ja schon ein paar Mal verloren im Finale. Und also ich will Ballack nicht nochmal weinen sehen, das ist unerträglich. Es war unerträglich.